Hey, meine Freunde, willkommen im Etihad Stadium. Ja, in diesem Stadion soll heute Geschichte geschrieben werden. Wir wollen ins Finale der Champions League. Und dafür müssen wir heute mindestens ein Tor schießen. Und Barcelona hat schon im Hinspiel 3-1 gegen Chelsea gewonnen. Das Ding ist höchstwahrscheinlich durch. Barcelona wäre somit im Finale fest. Und Lewandowski spielt. Der hat ja im Hinspiel nicht gespielt, also wird das nicht wirklich einfacher für uns. Im letzten Spiel Reus 2 Tore und in den letzten 3 Spielen 3 Tore von Robert Lewandowski. Also, es wird schwer. Es wird auf alle Fälle sehr, sehr schwer werden. Aber ich bin guter Dinge, dass das läuft, dass es funktioniert. Im klassischen Trikot spielen wir heute. Auch Benzema heute wieder dabei. Man weiß ja nie, wann er wieder zuschlägt. Aber naja, jetzt gucken wir mal, wie es läuft. Ein Tor muss mindestens her. Das wollen wir hier schon schießen, aber zu hart. Versaut's. So, ja. Isco, der heute für Eden Hazard spielt. Es gibt einen Einwurf. Und keiner ist da. Kontermöglichkeit jetzt. Silva. Klasse Ball. Ja, im letzten Spiel, das war Bundesliga gegen Bayern München, habe ich ja simuliert, weil wir schon Meister sind. Boah! Benzema gegen den Ex-Club mit dem schwachen linken Fuß. Zwirbelt er das Ding ins Tor. Was für ein Ding. Guckt euch an hier. James und dann mit links. Perfekt. Stand jetzt Dortmund weiter. Wo war ich denn gerade? Wovon habe ich gerade geredet? Ja, genau, wir haben gegen Bayern 4-0 gewonnen. Reus hat dabei 2 Tore geschossen. Und eben, wir sind ja schon Meister. Stuttgart steigt ab, Düsseldorf steigt ab, Leipzig Relegation wahrscheinlich. Ich weiß nicht, das letzte Mal, wo ich geguckt habe, war es jedenfalls so. Aber das können sie ja noch ändern. Ja. Oh, jetzt ist dahin alles auf. Oh mein Gott, das kann ein böses Spiel werden. Das wird ein ganz schlimmes Spiel. Das wird ein ganz schlimmes Spiel, 2-0 Neymar. Das wird ein sehr schlimmes Spiel für Manchester City. Die sind jetzt schon 2 Tore hinten. Müssen jetzt 3 Tore schießen, um weiterzukommen. Also das wird auf jeden Fall... Es ist machbar, aber es ist sehr, sehr schwer. Und ich bezweifle, dass sie das schaffen. Und ich sag dir, das wird sich rächen, dass man im Signal Iduna Park die ganze Zeit den Ball hinten her schiebt. Bei einem 1-1. Und siehe da, es rächt sich. Boah, klasse, weitergeleitet von Reus. Aubameyang jetzt. Aubameyang. Schade. Otamendi. Wehrt den Ball da ab. So, das können wir auch, was die können. Gehen wir mal zu den eigenen Fans dahinter. Servus. Hallöchen. Na? Klasse Kombination jetzt. Benzema. Oh, Marcelo. Klatscht schon zur Ecke. Isco. Aus dem Stand. Hart. Fängt den Ball. Oh, schickes Ding. Schick gemacht von Aubameyang. Come on, City. Ja, ja. Die Fans wollen jetzt was sehen.
Hey Jungs, schreibt doch mal an. Das, was ihr macht, können wir auch. Und wir können es noch viel besser, denn Marco Reus ist jetzt auf dem Weg zum 3-0. Und da ist es. Ball halten, schnell nach vorne spielen, Tor schießen, 3-0. Wir können sagen, wir sind im Finale der Champions League in diesem Jahr. Das Triple ist zum Greifen nah. Marco Reus, viertes Tor in diesem Turnier. Und somit hat unser magisches Dreieck Reus, Neymar, Benzema jeweils schon ein Tor erzielt. Vier Tore muss Man City jetzt schießen. Das ist, nee, das glaube ich kaum, dass sie das noch schaffen. Trotz Heimvorteil glaube ich das kaum. Weil ihr seht ja, wie die den Ball hier hinterher rennen müssen. Stadion ist mucksmäuschenstill. Komplett leise hier. Ja, wir können unser Spiel jetzt hier runterspielen, ganz entspannt. Dafür gibt es sogar Applaus. So, gehen wir mal wieder ein Stück nach vorne. Ne, Halbzeit. Oje, 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 die Fans, die sind nervig am Ende. Die können gerade eigentlich wieder nach Hause gehen. 3-0 steht schon, Man City, nichts zu melden. Alter, wie viel Ball sind? Wir haben 71% Ball. Oh Gott, Man City, ihr tut mir schon fast leid. Bringen wir mal unsere Jungs hier rein. Mit Munir. Mastur. Und Van Persie. Ja. Weiter geht's. Man City spielt wie ausgewechselt. Kein Vergleich zu der Mannschaft, die im Signal Iduna Park noch ein 1-1 rausgeholt hat. Aber egal, der Ball ist noch in unseren Reihen. Und solange das der Fall ist, ist alles gut. So, nächster Angriff startet jetzt, aber der Ball ein bisschen zu weit vorgelegt und es gibt Abstoß. Delph kommt rein für Zuccolini. Gerade dieser Zuccolini hat mir im Hinspiel ziemlich gut gefallen. Wird jetzt vorzeitig ausgewechselt. Das sagt schon einiges aus. Unser nächstes Spiel ist Bundesliga gegen Hertha, die höchstwahrscheinlich in der Europa League vertreten sein werden in der nächsten Saison. Das ist schon ziemlich lustig, wenn ich mir so denke, dass ein Club wie Gladbach auf Platz 13 oder so rumgammelt. Ja, schade. Schade, schade.
Super gemacht. Neymar. Nein. Schade. Ich sag so oft schade. Aber egal, das ist ja auch schade. Van Persie. Manu. Sterling. Gut gemacht. Richtig, richtig gut gemacht von Vallejo. Mit dem Nationalmannschaftskollegen Marcelo hier. Das ist es. Nee, das ist es nicht. So. Ja, ist das schön, wenn man den Ball so hin und her schieben kann. Ach doch nicht zu ihm. Herrlich. Herrlich. Schade. Ja, das wäre noch schön gewesen, wenn er sich da mit dem Tor belohnt. Samir Nasri soll es jetzt richten. Kommt für Sterling auf den Platz. Klasse gemacht. Munir. Manu. Na was? Manu las ohne Stress, ohne Probleme. Wir gewinnen dieses Spiel höchstwahrscheinlich jetzt gleich mit 3:0 ohne großartige Nachspielzeit. Wir kriegen nochmal eine Chance. Munir. Aubameyang, Eckball. Das war's. Wir sehen uns im Finale. Bis dann und ciao.